Ja, herzlich willkommen bei Öbech TV. Ich habe hier den Tobias Schmitte dabei, gerade gegen HCI 24-24 gespielt auf dem Samstagabend. Schmitte, erzähl mal, wie seid ihr ins Spiel gekommen? Ja, also am Anfang war es sehr ausgeglichen, ging eigentlich hin und her, haben sich beide Mannschaften nichts getan. Ja, wir gehen glaube ich mit einem Tor Rückstand in der Kabine, kommen dann raus, hatten uns eigentlich vorgenommen, direkt in den ersten 10 Minuten da Vollgas zu geben und in Führung zu gehen und haben dann leider den Start der Halbzeit total verpennt und waren dann auf einmal mit 5 Toren hinten und der Rückstand wuchs dann noch auf 7 Tore an. Haben dann aber irgendwie den Schalter umgelegt, vorne lief bei Eppenbühl dann nicht mehr ganz viel zusammen, wir haben vorne die Tore dann endlich mal wieder gemacht, sicher gespielt und ja, haben uns dann noch einen Punkt erkämpft. Ja, super. Nächstes Jahr, wie geht's weiter bei euch? Ja, ich hoffe gut. Also wir wollen natürlich gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Ich glaube, die Qualität haben wir in der Truppe und ja, dann schauen wir mal, was bei rum kommt. Super, dann viel Spaß euch auf der Weihnachtsfeier und vielen Dank. Danke. Ja, dann haben wir auf dem Samstagabend hier noch eine Stimme von HC Ippenbüren, den Julian. Erzähl, wie seid ihr ins Spiel gekommen? Ja, ins Spiel kommen eigentlich erst ganz gut. Lagen ja auch eigentlich von der ersten Halbzeit auch auf der Führung. Aber ja, eigentlich alles funktioniert. Wir haben auch heute mal wieder eine volle Mannschaft. Also war echt recht gut. Dann in der zweiten Halbzeit ist Kattenfende wieder etwas rangekommen. Hat euch da etwas was Probleme bereitet? Ja, wir haben vor allem auch zum Ende der zweiten Halbzeit einiges wieder verworfen, nicht so gut getroffen wie ja, in der ersten Halbzeit, da war fast jeder Wurf drin. Und ja, waren einige leichte Fehler, aber Kattenfende war auch immer nah dran und dann wurde es zum Ende noch ziemlich klar. Okay, super. Wie geht's für euch nächstes Jahr weiter? Das war jetzt das letzte Spiel dieses Jahr. Was habt ihr euch für die Saison ausgemalt? Ja, so viel haben wir uns jetzt noch nicht ausgemalt. Wir wollen einfach, ja, wir sind jetzt mit dem neuen Trainer, das erste Jahr und ich bin jetzt auch erstes Jahr in dieser Mannschaft. Und wir wollen einfach gucken, wo wir stehen. Im Moment noch ziemlich weit oben, das ist gut und wollen einfach versuchen, den Platz zu halten, möglichst viel noch gewinnen. Ja, super, dann wünschen wir euch viel Glück dabei und Dankeschön. Ja, danke auch.